Herr Schromm, wir haben gehört, Stefan Hein soll jetzt nach Paderborn ausgeliehen werden. Dafür ist ein Neuzugang, der Grieche, der zweimal gegen euch getroffen hat, bereits beim Manni Schwabel auf der Liste. Wie sehen Sie das? Gut, wir haben Ende August, das Transferfenster hat auf und wir kennen Haching, da scheppert es immer. Okay. Hat die Mannschaft heute nicht die Leistung gebracht, die sie sich erhofft hatten, vor allem in den ersten Viertelstunden? Also wir haben super, super quer gespielt, also da haben wir auch, sagen wir mal, rechtes Ballsicherheit gehabt im Querspiel. Nach vorne war es ein bisschen schwieriger, ja, und da muss man, glaube ich, als Trainer dann auch in der Halbzeit reagieren. Die Mannschaft von Franco Simon hat ganz anders trainiert als ihr. Die haben sich mit dem Bier aufgewärmt vor einer Woche und haben gesagt, Trainingseinheiten, da verzichten wir drauf. Was heißt das für Sie als Drittligatrainer? Ja, Gott, das ist natürlich ein klares Vorbild für uns. Mein Dänemark wird so Europameister und wir wollen auch hoch. Jetzt halt im Ernst, so ein Signal als Mannschaft, ihr als Haching habt sofort zugesagt, was bedeutet das für den Münchner Fußball? Tja, ich glaube, eine klare Solidaritätsbekundung von unserer Seite, aber auch, ja, wenn ich da höre, was da bei euch abgelaufen ist, finde ich sensationell und ist natürlich sehr, sehr stark beeindruckend für uns, auch heute hier. War richtig schön, hat Spaß gemacht, glaube ich, für alle Beteiligten. Und ja, für uns ist es, wir haben da immer schon ein bisschen ein Auge zur Seite oder auch nach unten und ja. Und wir würden uns auch freuen, wenn die von oben nach unten schauen. Aber das können wir nicht ändern. Wir können nur aus unserer Sicht machen, das Beste tun. Und das, glaube ich, war heute der Fall. Ihr habt aus der Mannschaftskasse auch nochmal was rausgehauen. Was ist das für ein Zeichen, wenn die Mannschaft dann auch sagt, ja klar, für so eine Situation, da ist das Vereinsheim abgebrannt, da geben wir Geld. Ja, das ist typisch. Das ist typisch Haching, das ist typisch. Die erste Mannschaft, es war so, dass der Bernhard Slawinski mich angerufen hat und die Jungs dann eben sagen, dass sie Spieler sind. Vorne beim Eintritt, 5 Euro kostet es. Und dann habe ich heute kurz mit der Mannschaft gesprochen. Sage ich, Jungs, die Trainer schmeißen auch was zusammen, sammelt's und dann geben halt einen Betrag, weil wir wollen ja dann nicht umsonst rein. Haching hat keine zweite Mannschaft mehr. Jetzt waren heute jede Menge Talente aus München auf dem Spielfeld gestanden. Wird höchste Zeit, wieder eine aufzumachen, oder? Also ich habe eigentlich nur ein Trainertalent gesehen. Das ist der Kollege neben mir. Aber der steht unter Vertrag, habe ich gehört. Brutal. Lebenslang. Franco, wie hast du die Mannschaft eingestellt, dass die Jungs vom Klaus Schromm in den ersten 15 Minuten wirklich ganz, ganz wenig auf dem Spielfeld zu sagen hatten? Also ich sage, es war wahrscheinlich die Vorgabe vom Klaus, dass sie erstmal ein bisschen quer spielen sollen und dann nach vorne erstmal ein bisschen auf Ball halten gehen. Aber ich glaube, der größte Freund heute war definitiv der Rasenmäher. Der hat das Ding schön hochgelassen und daher waren wir voll im Spiel und alles war gut. Ja, ich habe auch gehört, es soll noch gewässert worden sein vorher. Ja, also gibt es da irgendwelche Beschwerden an den BFV, Sportgericht oder dergleichen, Herr Schromm? Ich glaube, da haben wir keine Chance, wollen wir auch gar nicht. Franco, in der zweiten Halbzeit habt ihr 2 Buden gegen Haching gemacht. Wie geht das so ganz ohne Vorbereitung? Ja, mein Plan ist ja nicht ganz aufgegangen. Ich habe gedacht, dass der Klaus nur mit 13, 14 Leuten kommt und dass sie halt vielleicht in der zweiten Halbzeit ein bisschen müde sind und ich dann unsere Geheimwaffe bringen kann, den schnellen Griechen. Und Georgios hat das ja überragend gemacht, hat geile 2 Kisten gemacht, geil durchgesetzt, top. Ich habe jetzt auch noch erfahren, er war ja schon mal Profi, also von dem her muss man das auch vielleicht ein bisschen revidieren. Aber er hat heute für die Stars gespielt, die Amateure, und noch nicht für Haching, und alles ist gut. Im Vorfeld wurde Manni Schwabel als Spieler gefordert. Einer von den Stars hat gesagt, das war sein Vorbild. Er hat gesagt, Manni, gib dir einen Ruck, lauf auf, hol dir dein Trikot raus. Warum hat der Klaus Schromm nicht aufgestellt heute? Da, ich glaube, sein letztes Spiel hat er in der Landsarena gegeben, auch im All-Star-Team. Ja, und da, glaube ich, ging es einen doppelten Faserriss in beiden Waden aus und er ist, glaube ich, gar nicht mehr in den Flieger reinkommen und da war, glaube ich, da hat er einen Deckel drauf gemacht. Von euch ein kurzer Abschlusssatz an den Münchner Fußball direkt in die Kamera und vielleicht auch noch ein Gruß an Teutonia. Also erstmal natürlich auch danke an Teutonia, die alles hier ermöglicht haben, dass sowas auch stattfindet. Und natürlich, München ist ein Verein und da gehört Haching auch dazu. Und ich sage auch nochmal danke auch an Klaus und an sein Team und auch an Manni und an die ganzen Hachinger. Vor allem für mich selber, für meine Hachinger Vergangenheit. Ich war da selber 10 Jahre im Juniorenbereich, habe ich auch schon den Herrn Schromm kennenlernen dürfen. Und das war Weltklasse und das freut mich auch sehr. Ja, ich glaube, man hat gesehen, dass da der Münchner Amateurfußball lebt. Unglaublich, also ich bin echt stark beeindruckt, weil man eigentlich hört, in München ist nichts mehr los, was den Fußball betrifft, aber ich glaube, gerade das Gegenteil war heute eben zu sehen und auch in den Tagen eben zuvor bei euch,
Und dahingehend, ja, Teutonia wünsche ich einfach viel Spaß und viel Freude beim Wiederaufbau und ja, und wir hoffen, dass das Geld reicht. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr da beide mit dabei wart. Ganz herzlichen Dank an Haching für diese Geschichte. Danke.